Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Na ihr Pupsbacken, wir sind gerade im Fernsehraum. Toller Raum, hier kann man fernsehen. Und da Edna ja so ein Fan von Mitten im Leben ist und allgemein dem RTL-Nachmittagsprogramm, hat sie den lieben Professor Nock da hinten gefragt, ob sie umschalten darf. Der Professor Nock ist ein bisschen bekloppt, denn der glaubt daran, dass irgendwie ein Dinosaurier-Skelett hinter diesem Sofa ist. Und das muss er natürlich untersuchen. Er ist ein Professor für Dinosaurier. Ich kenne gerade den Fachbegriff nicht, ich hatte auch niemals Latein. Hat das was mit Latein überhaupt zu tun? Ich weiß es nicht. Da oben ist Pumuckl, die müssen wir uns unbedingt nochmal anschauen, die Lampe. Ich hatte auch mal eine Pumuckl-Lampe. Nein, das war glatt gelogen. Aber ich hätte gerne eine gehabt. Nein, das war auch glatt gelogen. Ich war nie ein sonderlich großer Fan von Pumuckl. So, wir schalten jetzt aber erstmal um oder gucken uns erstmal das aktuell laufende Programm an. Ein Dinofilm. Ich mag keine Dinofilme. Am Ende sind sie ja doch alle ausgestorben. Ja, aber bei Jurassic Park, da wurden die ja wieder ins Leben gerufen. Also kannst du das nicht miteinander vergleichen. Wow, keine Antwort. Willkommen bei den Börsen-News. Oh. Hier geht es nur um zwei Dinge: Kaufen und Verkaufen. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Toll. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge: Kaufen und Verkaufen. Wow, das klingt unglaublich spannend. Habt ihr euch übrigens schon mal wirklich im Fernsehen Börsennachrichten angeschaut? Es gibt ja nichts Langweiligeres als diesen Unsinn. Oh, da könnte ich mal einschlafen. Also das ist nun wirklich nicht interessant. Wobei, das könnte uns ja vielleicht bei Juppie helfen. Ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir ihn irgendwie am Telefon zu irgendwas bringen. Warum sollten wir jetzt hier die Börsennachrichten uns anschauen, wenn sich irgendeinen Zweck hätte und der einzige Börsenmakler, der hier drin ist, ja, das ist nun mal Juppie. Ja, können wir sonst noch was mit dem Fernseher machen? Captain Unbrauchbar. Oh, das kennen wir ja schon. Harvey guckt am liebsten Filme über Ponys. Über fleischfressende Zombie-Ponys. Ah, Schade, dass nur ich ihn hören kann. Er ist so niedlich, wenn er über Ponys redet. über fleischfressende Zombie-Pommies. Pommies. Pommies. Das ist eine Mischung aus Pony und Pommes. Ich bin Bibi Blocksberg. Komm, flieg, Kartoffelbrei. Wir haben hier einen Stuhl und wir haben noch mehr Topfpflanzen. Überall sind hier Pflanzen. Aber jetzt haben wir ja durch Poki gelernt, dass wir sie zerschneiden können. Ah, guck mal hier. Ganz nettes Detail. Aber sonst würde ich mit der Pflanze, guck mal, wenn ich das mache, glaube ich, der gleiche Spruch wie immer. Doch nicht? So viel zu meiner Karriere als Dompteur. Ja, eine Pflanze zu dressieren, das stelle ich mir auch nicht sonderlich leicht vor. Wir haben hier einen Stuhl. Wenn man so nah vor dem Fernseher sitzt, bekommt man Silberfische in den Tränendrüsen. Silberfische, die sind so widerlich, die Dinger. Ihr kennt sie ja, das sind so kleine Insekten, ey. Und die sind so eklig, die entstehen, wenn man eklig ist. Nein, er scheint irgendwie dahin zu gehören. Oh, gut, dann nicht. Mit dem Stuhl reden? Dieser Stuhl ist nicht ansprechbar. Es ist ein Fernsehstuhl. Hab ich nicht verstanden. In diesem Bild versucht sich der Captain an die Nummer seines Schreiners zu erinnern. Ach, kein Problem. Sechs mal die sechs, dann kommst du zu Jesus. Da war ja Zimmermann und kein Schreiner. Verdammt. Ja, Harvey, was sagst du zu dem Was Stuhl? hältst du davon, Harvey? Ich glaube, es ist ein Pferd. Ja. Glaubst du? In der Kommandozeile stand Stuhl. Zähl die Beine. Es muss ein Pferd sein. Eins, zwei. Oh, acht. Ja, doch, kommt hin, ist ein Pferd. Der sitzt bereits lebenslänglich. Der war nicht schlecht. Kann ich den voll kritzeln? Man kann ja echt alles voll kritzeln. Das ist cool. Der Bohnendip? Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Wobei, beim Bohnendip fällt mir gerade spontan was ein, Freunde der Sonne. War da nicht irgendwie aller möglichen. Also, da war doch auch Abführmittel und all so ein Scheiß drin und allgemein nur Zutaten, die den Arsch zum Grinsen bringen. Und wir wollen doch den Peter irgendwie auf die Toilette bringen. Wenn wir ihm den Bohnendip geben, dann könnte er eventuell ganz dringend das stille Örtchen aufsuchen müssen. Ah, die Idee werde ich auf jeden Fall noch umsetzen. Ja, wir haben hier noch mehr Pflanzen. Aschebecher. Was ist das denn für ein Aschebecher? Das sieht ja hässlich aus. Der Künstler war offensichtlich schwer depressiv. Ja, aber echt? Boah, ist die hässlich. Das sieht nach einem undefinierbaren Etwas aus. Guck mal, Poki ist gar nicht mehr da. Jetzt ist er wieder da. Ich kann zaubern, ich bin wie David Copperfield. Den hässlichen Klumpen? Ach nö. Oh Mann, komm schon, den wollte ich Peter schenken. Diese wunderschöne Aschenbecher-Kreation, die entspricht seinem Lebenswerk.
Eine Verschwendung von kostbarem Ton. Ja, das stimmt wohl. Benutzen wir ihn. Ich habe zwar keine Zigaretten dabei, bin ja jetzt auch Nichtraucher. Arkus ist ja Nichtraucher, deswegen brauche er auch keinen Aschenbecher mehr. Ich rauche nicht. Das ist auch gut so, sind ja nur Sargnägel und bringen einen nur früher ins Grab und in Teuer und haben gar keinen positiven Nutzen. In diesem Bild leert nützlich Boy die Aschenbecher im Tiefparterre-Cave. Oh mein Gott! Das klingt nach einer spannenden Aufgabe. Guck mal, Harvey, ein Aschenbecher. Bist du dir sicher? Es könnte auch die Queen sein. Nein, sieh doch. Diese verrunzelte Oberfläche. Oh, ja. Dann diese Ausdruckslosigkeit, diese Verhärmtheit, dieser aschfahle Farbton. Dieses staatsmännische Getue und diese ständig nach unten gezogenen Mundwinkel. Oh ja. Tja, du hast recht. Poki! Es ist ein Aschenbecher. Poki, hast du gerade die Queen beleidigt? Hast du gerade die Queen beleidigt? Weil die Beschreibung auch auf Angela Merkel hätte zutreffen können. So, jetzt nochmal ganz kurz die Lampe, dann will ich hier erstmal raus, denn ich habe ja einen Plan. Ich will ja Yuppie mal ansprechen. Und dann will ich noch Peter den Bohnen-Tipp geben. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann war Meister Eder auch ein Vollschizo. Da bekommt die ganze Sendung eine etwas unheimliche Konnotation. Ja, eigentlich schon, weil Pumuckl, gab es Pumuckl wirklich oder hat er einfach nur mit imaginären Personen geredet? Der Meister Eder, Nein, dieser Kobold kommt mir nicht ins Inventar. Hey, bist du eifersüchtig, Harvey? Komm sofort da runter, du hässlicher Kobold! Aber dein Ungehorsam erbost mich. Ich habe das Bedürfnis, irgendetwas zu zerreißen. Das färbt ab, ne? Pumuckl war ja auch immer ein sehr... Ja, der war immer so ein Raufbold, ne? So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ah, es leuchtet! Super! Man kann in vielen Räumen das Licht an- und ausstellen, ist mir aufgefallen. Ah. Okay. Captain Unbrauchbar? In diesem Bild gehen Captain Unbrauchbar die Ideen aus. So sehr, dass er schon von Pumuckl klauen muss. Oh mein Gott, soweit ist es schon gekommen. Was hältst du von der Lampe, Harvey? Sie ist ein Instrument des Lichts. Wie ich. Was denn? Ich bin auch ein Instrument des Lichts. Das Licht hat mir zum Beispiel neulich befohlen, die Motten zu essen. Ja. Ich kann immer noch nicht glauben, dass... Ah, das hatten wir schon, ne? Ja, mit einer anderen Option. Ja, Bohnen-Dip. Der Dip geht direkt dahin, wo die Sonne niemals scheint. Ja, lecker. Das ist doch köstlich. Das gefällt mir. Anmalen. Ich habe eine Idee. Schon wieder die elektrische Zahnspange? Na, wer schreibt... Oh. Okay, das hatten wir alle schon. Ja, dann nochmal ganz kurz den guten Professor Nock mit Captain Unbrauchbar kombinieren. Möchtest du dieses Comic-Heft lesen? Captain Unbrauchbar? Ja, sicher. Ist es zufällig die Ausgabe, in der er gegen Dr. Jo's Laktosebakterien kämpft? Nein, es ist Todesbrote. Todesbrote war gut, aber mein Favorit bleibt Frozen Yogurt. Frozen Yogurt? Ja, das klingt nicht schlecht, mein Freund. Siehst du auch diesen Typen hinter dem Sessel? Nein, ich glaube, den bildest du dir nur ein. Und das sagst ausgerechnet du. Nein, der ist da, ganz bestimmt. Den muss ich jetzt mit dem Fußnagel unbedingt malträtieren. Ich liebe das Wort, weil ich es die ganze Zeit falsch ausspreche. Das ist total das falsche Wort. Ich glaube, das gibt's gar nicht. Ich kenne das Wort. Ich würde es sogar schreiben können, aber ich kann es irgendwie nicht aussprechen. Malträtieren. Ach komm, leck mich doch. Hast du Verwendung für einen abgekauten Fußnagel? Ist es eine fossile Dino-Fußnagel? Ja, klar. Ja, er gehörte einem feuerspeienden Ätnasaurus. Holy Triceratoli, die Species ist mir nicht bekannt. Vielleicht ein geheimes Brutprojekt der Konkurrenz. Ich muss sofort ins Internet und meine Dino-Sammelkarten versteigern. Ja, oh mein Gott. Was frage ich eigentlich so blöd, was er für einen Dialekt hat? Das ist eindeutig ein amerikanischer Akzent. Eindeutig. Ja, Polizist, vielleicht Autorität kann ihn ein bisschen untergraben. Hände hoch, Polizei. Kommen Sie sofort hinter dem Sessel hervor. Hört mich, Doc. Aber meine geheime Formel werdet ihr nie bekommen. Oh mein Gott, was für eine geheime Formel. Ah, ich mach dich einfach kaputt. Möchtest du meinen Poloschläger haben? Polo, wo verhältst du mich? Ich bin eine britische Bildungsbürger und keine von diesen knüppelschwingenden Balloonhosen-Jockeys. Ja, okay, dann eben ein... Wenn sie mich in das Team aufgenommen hätten. Ja, okay. Assholes. Assholes. Okay, dann halt ein britischer Akzent. Kann ich ja nicht hören, ne? Englisch ist Englisch. Wobei das Britische immer so ein bisschen feiner klingen soll, sagen zumindest einige. Ab und zu flackert das Bild so lustig, so ein Disco-Licht. Licht? Disco-Licht? Ja, wir wollten mit Yuppie reden, bevor ich mich hier noch weiter verhapsel. Ich bin ja rhetorisch sehr geschickt, müsst ihr wissen. Hallo? Hallo!
Hallo! Oh, auf einmal habe ich neue Option. Kaufen! Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Nee. Nein, nicht kaufen. Nicht kaufen, nicht kaufen. Was sagst du? Na, ein Glück. Hä? Vielleicht eine andere Reihenfolge. Hallo? Okay, wollen wir mal gucken. Kaufen. Kaufen. Was sagst du? Kaufen? Ja, genau, kaufen. Kaufen. Kaufen? Weil wenn ihr mal guckt, hier bei den Börsennachrichten, da war ja auch zuerst kaufen und dann verkaufen. Und jetzt nicht kaufen. Nein, nicht mehr kaufen. Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen. Was sagst du? Na, ein Glück. Okay, ist schon wieder falsch gewesen. Hallo? Dann habe ich das wahrscheinlich so. Kaufen sollst du? Was sagst du? Ja, kaufen. Kaufen. Kaufen? Ja. Kaufen. Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Sieh mal, Juppi, es ist ein Junge. Haha, jetzt können wir ihn wahrscheinlich total, oder? Oder soll ich nicht jetzt verkaufen? Na gut, wir machen mal. Sieh mal, Juppi, es ist ein Junge. Wie bitte? War nur ein Scherz. Oh nein, nicht schon wieder. Das Telefonat. Hallo, bist du noch dran? Was sagst du? Was? Alles verloren? Ja, verstehe. Gut, bis dann. Wolltest du nicht telefonieren? Ja. Bitte sehr, behalte das Telefon ruhig. Ich hab... Warte, ich muss mal ganz kurz husten, bin gleich wieder da. So. Juppi, ich habe einen Vorschlag für dich, ne? Wie wär's, wenn du dich vom Börsenmakler-Dasein ein bisschen zurückziehst, ne? Das verursacht eh nur Burnout, Stressattacken und, das macht einen auch nicht unbedingt glücklich. Wie wär's, wenn du einfach eine Orangenplantage aufmachst? Das macht auf jeden Fall glücklicher. Naja, aber er kommt hier leider nicht raus, dann ist er bekloppt und eingesperrt in der geschlossenen. Verdammt! Und genau da wollen wir ja auch raus. Wir haben jetzt endlich... Na, was heißt endlich? Wir haben ein Telefon! Endlich! Wie lange wollte ich schon ein Telefon haben? Und mit diesem wunderbaren Telefon können wir jetzt uns hoffentlich etwas besorgen, was uns irgendwie nützlich sein könnte. Eventuell ein Gespräch mit einer Person, die uns hier raushilft. Auf die Gabel, das ist das einzig Logische, oder? Wo denn sonst? Da. Was war das? Oh, ein Münzschacht. Ah, jetzt haben wir eine Münze, oder was? Wechselgeld. Wow, jetzt haben wir eine Münze. Wofür brauchen wir eine Münze, Freunde der Sonne? Wofür brauchen wir eine Münze? Ja, vielleicht ja doch ein Kaffee-Vollautomat, wo wir die Münze benutzen können. Nur haben wir noch gar keinen gefunden. Ich habe nur in der Küche eine Kaffeemaschine gesehen. Vielleicht bin ich doch auf der falschen Fährte. Bring mich zum Schotter. Ja, bring mich zum Schotter, du Notter. Was ist denn das für eine Münze? Welche Wertstufe hat sie denn? Ich bin reich. Ja gut, Edna hat nicht so wirklich ein gutes Verhältnis zu Geld, beziehungsweise sie kennt sich nicht so aus mit Geld und ist einfach reich, wenn sie Geld hat. Münzen eignen sich übrigens auch als improvisierte Schraubenzieher, aber ich bevorzuge die Bio-Variante. Ja, die lässt sich ja auch simpel wieder reproduzieren, Geld nicht unbedingt. Also schon, aber wir haben nicht die Befugnisse dazu. In diesem Bild kündigt Captain Unbrauchbar seinen Bausparvertrag. Boah, ist er denn bekloppt? Den kann man immer gebrauchen. Das Geld habe ich mir ehrlich und ganz legal verdient. Ja, sicher. Straßengeld. Also nicht das, was ihr jetzt denkt, ne? Sie hat natürlich andere Leute eingeschüchtert und nicht ihren Körper verkauft. Dafür bräuchte ich wohl eher einen Seitenschneider. Oder Zähne. Ganz starke. Ist das die Schale, in der sonst das Trinkgeld für die Klofrau liegt? Ja, das schmeißen wir immer mitten in den Bone-Dip rein. Harvey funktioniert ohne Münzeinwurf und Strom. Kann ich mir jetzt noch mehr Münzen holen? Noch reicher werden? Nichts. Verdammt! Lampe, du bist schuld! Oh, ein Sofa. Das haben wir uns auch noch nicht angeguckt. Von diesem Sofa hat jemand alle Polster entwendet. Ja, wahrscheinlich der gute König Adrian für seine Polsterburg. Ich würde aber sagen, der Part ist an dieser Stelle zu Ende. Wir werden im nächsten Part unsere Idee umsetzen mit dem Bohnendip. Die habe ich nicht vergessen. Und wir werden mal gucken, ob wir irgendwo die Münze einsetzen. Wir haben bestimmt noch nicht alle Räume hier erforscht. Ich glaube, ich könnte durchaus was vergessen haben. Und wir werden uns im nächsten Part auf Erkundungstour begeben. Bis dahin, alles Gute, euer Arkus. Oh, die Pinwand muss ich mir auch noch anschauen. Das sieht ja interessant aus. Tschüssikowski!